Heyo meine Freunde, ich bin Saya Fiorobo und ich mache mal wieder eine lange Zeit wieder ein Infovideo, denn, ja, wie ihr mitbekommen habt, seit ein paar Tagen ist auf meinem Kanal nichts mehr erschienen. So, Streaming war auch in letzter Zeit nicht. Gründe war einfach nur, ja, private Dinge, sagen wir es mal so, Konflikte mit Freunden und so ein bisschen was. By the way, alles mögliche halt so ein bisschen gemischt. Dann noch Arbeit und alles mögliche halt. Wie gesagt, hat sich alles halt ein bisschen angestaut. Das wird aber jetzt bald anders sein. Ja, ich sitze auch jetzt hier gerade so fast 7 Uhr morgens, komme gerade von Nachtschicht. Hab mir gerade so eine leckere Gulaschsuppe warm gemacht, noch lecker, yum, yum, yum. Und ja, schon Snack, die mache jetzt nochmal das Infovideo, werde das gleich noch rendern und dann werde ich mich auch schlafen legen, also nee. Gut, also, kommen wir auch direkt mal auf meinen Kanal. Das ist hier der Fiorobo-Kanal. Vorweg erstmal der Vlog-Kanal, der ist wahrscheinlich für immer tot. Ja, ist doof gelaufen, aber. Ich werde doch Vlogs und weiter dann doch lieber auf meinem Hauptkanal jetzt hier hochladen. Es sei denn, sei es halt drum. Und der schlecht geklaut TV-Kanal, da wird auch bald was kommen, denn der liebe Rabio hat sich jetzt mal eine vernünftige Kamera gekauft und damit kann man dann bessere Aufnahmen machen, weil, ja, es hat mich ein bisschen gestört beim Schneiden und so weiter von der Folge, die ich eigentlich rausbringen wollte, dass halt seine Qualität so grottig war, ja. Sie war so. Halt, ja. Wie gesagt, seit ja, mehreren Tagen, ihr seht hier, letztes Video ist vor 4 Tagen erschienen. Davor gab es auch schon mal eine kleinere Lücke, so von einer Woche ungefähr oder 2 Wochen circa. Diese jetzige Lücke wird auch noch voraussichtlich bis Montag gehen, ja. Dann wird es mal Montag. Ich habe jetzt schon einiges an Folgen wieder produziert. Ich habe jetzt, glaube ich, das bestätigen mindestens 15 Folgen Rocket League oder so weiter jetzt noch im Petto. Hab noch ein paar Folgen zur GTA, sag ich schon, zur Black Ops 3 Beta. Da habe ich auch noch ein paar Folgen raus, kann ich noch raushauen. Dann habe ich noch, was habe ich noch? Ja, genau, ich habe noch zwei neue Let's Plays. Als eines Mad Max. Ja, da habe ich auch schon ein paar Folgen aufgenommen. Da werde ich auch vielleicht die Folgen immer nochmal neu machen müssen, weil ich bin mit der Qualität der Folgen, wenn ich ehrlich bin, also jetzt die ersten 2 Folgen habe ich jetzt fertig, nicht so zufrieden von den Soundoptionen und so weiter. Ja, daher muss ich nochmal schauen, wie das ist. Ich musste auch, weil man hat so ein schönes Anfangsintro und das wollte ich unbedingt haben. Bloß bei mir war es einfach, weil ich das Spiel starten musste wegen Soundeinstellungen und so weiter, war es danach einfach nicht mehr abspielbar. Fand ich mega scheiße. Müsste ich mir also jetzt auf YouTube irgendwo ein Video raussuchen, wo man das hat, auch mit deutschen Untertiteln und so weiter. Deswegen war schon lustig, war schon nervig, ja. Und dann halt jetzt das andere ist halt hier, bam. Meine Kamera stellt sich gerade unscharf, cool. Er war halt Metal Gear Solid 5. Ja, das habe ich mir jetzt gerade doch mal gegönnt und hab's jetzt installiert, beziehungsweise lade es halt gerade runter. Wie lange lade ich eigentlich gerade runter? Mal schauen wir mal eben schnell. Wie viel Geschwindigkeit? Wow, 25, 24 MB, geht ja okay, ne? Also, ich habe das Spiel jetzt gerade, wenn ihr mal vergleicht, so vor 10 Minuten gestartet. Und hab's gleich schon runtergeladen, komplett, also ja, so 15 Minuten für das ganze Spiel, ist schon nice. Auf jeden Fall, ja, gut. Ja, kommen wir halt zu meinem Twitch-Kanal, da ist jetzt auch, letzte war so ein Mini-Stream für das Gedenken an Herr Bertmanns Katze, also an Tims Katze, Marty, ja, Marty McFly, falls ihr Back to the Future nicht kennt, solltet ihr euch unbedingt reinschauen. Ja, das war halt so ein kleiner letzter Trauer-Stream, sag ich mal, von mir, davor kam auch schon nichts mehr von Streams, so, ich habe jetzt, glaube ich, wirklich schon fast jetzt 2 Wochen nicht mehr gestreamt. Letzte 24. Ja. 24. war so der richtige letzte große Stream, glaube ich. Von mir. Ah ja, gut. Da wird jetzt auch die Tage jetzt kommen. Ich werde auf jeden Fall heute nicht mehr, aber morgen, weil ich heute nochmal Nachtschicht habe, aber morgen werde ich dann wahrscheinlich doch mal einen Livestream raushauen, denke ich mal. Einfach aus dem Grund, einfach weil ich die Leute auch vermisse. Ich habe meine Standard-Homies hier und so weiter, die vermisse ich schon richtig. Ich will einfach nochmal das hier, das geile Offline-Bild zeigen, was Uki mir gemalt hat. Vielleicht habe ich ja Glück und er malt mir jetzt bis zum nächsten Stream nochmal ein Bild. Ich hoffe es einfach mal. Wenn man schaut, ich muss unbedingt mal Facebook abchecken, fällt mir sogar der. Weil wir haben ja Kontakt über Facebook und ich bin nicht bei Facebook. Was ist los mit mir, ey? Wisst ihr, was ich jetzt mache? Bevor meine lecker Gulaschsuppe hier kalt wird. Also die. Vor allem das Interessante ist, ich habe mir so mehrere Suppen ausprobiert und das Geile ist einfach die. Eine der billigeren Marken schmeckt einfach besser. Das ist Fleisch viel zarter, Geschmack ist intensiver und alles Mögliche. Finde ich total lustig. So, by the way. Ja, auf jeden Fall, ja, was haben wir hier? Ach ja, mein Twitter-Kanal, genau. Mit Bild, da kann ich direkt was machen, weil ich will nicht twittern. Ja, wie gesagt, YouTube. Und genau, was ich auch noch machen wollte, ist jetzt so für mich persönlich, ist jetzt einfach, ich wollte jetzt eigentlich so. Minecraft ist, ich habe ja gesagt, ich bin kein Minecraft-Kanal. Werde ich auch nicht sein, aber.
ich habe so viel mit den Leuten zu tun in Minecraft und so weiter. Ich habe so viele Freunde jetzt über Minecraft bekommen. Ich hänge auch jeden Tag mit denen im Test und so weiter ab und treffe mich mit denen und so weiter. Deswegen, das ist so krass momentan, wie viele Leute einfach durch Minecraft in mein Leben gekommen ist. Ich muss eben was trinken. Ja, Product Placement an 4 Euro, ne? Ja, auf jeden Fall, da sind so viele Leute dazugekommen und habe ich kennengelernt. Deswegen, da muss ich unbedingt was rausbringen. Ich werde die einfach jetzt fragen und einfach mal ein bisschen mit denen aufnehmen. Allen möglichen durch, sei es jung, alt, weiblich, Männlein, Twitter. Ja, und so. Und auf jeden Fall, da will ich auf jeden Fall eigentlich jeden Tag jetzt mindestens eine Folge rausbringen. Wahrscheinlich wird das hauptsächlich auf Bergwerk Labs sein. Beziehungsweise läuft ja unter meinem Namen bei mir Minecraft Bergwerk. Weil ich einfach zuvor war, das Labs dran zu schreiben. Nee, keine Ahnung, warum ich das so gemacht habe. Ja, auf jeden Fall, das will ich machen. Und halt Rocket League würde ich auch gerne jeden Tag eine Folge bringen. Ich habe gesagt, jetzt ein bisschen was vorproduziert beim Rocket League. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass da auch, ja, jetzt mal was kommt. Weil Rocket League macht mir momentan auch tierisch Spaß. Nur gut, ich habe in den letzten Tagen auch wirklich sehr wenig gezockt, muss ich by the way sagen. Zum einen auch halt, weil es an meinem Rücken lag. Es hat mir einfach die Lust am Zocken reingenommen. Deswegen, ich habe da echt wenig aufgenommen. Ich habe da echt wenig gemacht, zum Grunde. Beziehungsweise gut, ich habe doch schon ein bisschen was gezockt, aber ich hatte einfach an der Aufnahme keine Lust. Ich kann selbst sagen, deswegen war es auch gut, warum ich halt nichts aufgenommen habe. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, Rocket League und Minecraft sollen jetzt jeden Tag kommen auf meinem Kanal. Also ab Montag, denke ich mal so. Ich werde jetzt, wie gesagt, noch heute eine Nachtschicht. Dann habe ich bis Montagmorgen, wo es halt dann in die Frühschicht geht, habe ich meine Ruhe. Und bis dahin will ich dann halt zum Stream abgearbeitet haben und ein paar Folgen. Was Let's Plays auch angeht, jetzt zum Beispiel hier Mad Max und Metal Gear Solid und so weiter. Ich will es eigentlich so machen, dass ich jetzt erstmal so ein paar Folgen vorproduziere, bevor ich die raushole, damit ich halt irgendwie so diesen Puffer irgendwie kleiner halten kann. Weil ich weiß, durch Arbeit und so weiter werde ich es nicht schaffen, jetzt wirklich jeden Tag eine Folge vorhin. Guck mal, wie viele da sind. Allein jetzt Rocket League, Minecraft, Mad Max, Metal Gear. Und dann noch Witcher, jetzt sind einfach nur die genommen, habe ich schon 5 der Videos, die ich am Tag rausballern würde. Schaffe nicht unter, Mental Gear fertig. Das ist einfach zu viel, das kann ich ja nicht packen an einem Tag. Wegen Arbeit und allem, ich müsste vielleicht die ganze Zeit, müsste ich nach Hause kommen, aufnehmen, rendern, pennen gehen, aufstehen, arbeiten und so weiter, wisst ihr, was ich meine, ne? Also deswegen, das würde ich gerne schaffen. Deswegen würde ich das gerne halt immer so machen, dass ich halt dann wirklich sagen, okay, dann habt ihr jetzt eine Zeit lang, sag ich mal, jetzt so eine Woche lang, dann läuft dann halt bei mir Witcher, sag ich mal, wieder jetzt. Und dann wisst ihr, okay, es ist dann wieder eine Woche, sag ich mal, jetzt Ruhe. Und dann kommt halt dann nächste Woche wieder Witcher oder so. Einfach damit, ihr habt halt ein bisschen mehr zu gucken. Und ich habe auch ein bisschen mehr Spielmöglichkeiten, weil Witcher ist ein richtig geiles Spiel. Ich muss sagen, ist ein richtig geiles Spiel. Und ja, aber wie gesagt, ich musste halt auch mal ein bisschen was anderes zocken und so weiter. Deswegen, Witcher werde ich auch weiter im Let's Play zocken. Dafür gefällt mir das Spiel viel zu gut. Ich würde gerne so viel erkunden. Ich werde euch einfach alle mitnehmen. Ihr müsst halt alles mit mir machen und so. By the way, ich kann euch auch schon mal zeigen. Ich habe mir auch jetzt, musste mir jetzt gezwungenermaßen neue Tastatur kaufen, weil meine alte ist nämlich im Marsch und die Sprungtaste. Wer es einige mitbekommen hat, sollte sogar im letzten Minecraft-Video noch bekannt gewesen sein, dass ich da mit meiner Maustaste springen musste und so weiter. Das hier, das ist meine neue Tastatur. Sieht man, dass die leuchtet? Ich glaube nicht, aber egal. Das ist auf jeden Fall meine neue Tastatur. Das Lustige ist, ich hatte sie Freitag, späten Nachmittag bestellt gehabt. Und weil ich einfach so, jetzt musst du doch wirklich meine neue. Jetzt ist das Spiel vorbei, jetzt hör auf dich zu drücken, mach mal. Habe ich dann auch gemacht. Ja, und sie kam sogar samstags an. Heißt, ich konnte Sonntag und Samstag dann zocken. Problem war nur, als ich dann am Montag aus der Spätschicht kam, war sie kaputt. Ja, Windows 10 hatte irgendwie gegrillt oder so, ich weiß nicht. Ich habe mir natürlich Amazon gewonnen, ich habe es mir selber Amazon bestellt, kann man auch by the way sagen, ich verstecke das, wenn ich euch die Leute kaufe. Ja, habe ich dann direkt an Amazon gewonnen, die haben natürlich sofort, weil ich so ein nice Dude bin, einfach so, weil es halt Geschäftsregeln von denen sind, weiß ich was. Da haben sie gesagt, okay, hier kriegst du eine neue, schick uns die alte zurück. Die alte muss ich noch zurückschicken, habe ich noch hier liegen, aber ich habe ja direkt schon die neue bekommen. Und bis jetzt tut sie es auch. Bloß die Sache ist einfach, wir haben jetzt Donnerstag. Ich muss gerade nachgucken, weil ich habe wegen Zeit, ihr seht auch hier, noch keine 7 Uhr morgens. Und wie gesagt, ich komme gerade was nach. Wie gesagt, sie kam Dienstag an. Sie kam Mittwoch an. Shit. Ja doch. Sie kam gestern an, genau. Und wie gesagt, ich hoffe, sie hält länger als 2 Tage. Stimmt, ich habe Montag bestellt.
Ich hab Dienstag bestellt. Genau, stimmt. Ich habe versucht, den Montag noch zu reparieren. Beziehungsweise ich habe es, weißt du, dann halt wirklich auf die Nacht von Montag auf Dienstag halt reklamiert habe, wo die erst Dienstagmorgen losgegangen. Jetzt habe ich es wieder im Kopf alles. Ja gut, wie gesagt, ich hoffe, jetzt hält die. Wenn nicht, dann werde ich mein Geld zurückverlangen und mir einfach ein neues anderes Ding nehmen, weil ich war eigentlich mit meiner Speedlink-Maus sehr zufrieden und dachte mir, jetzt probiere ich einfach mal die Speedlink-Tastatur aus. Ja, im Laden muss ich sagen, gefiel mir die Tastatur nicht so gut. Jetzt, wo ich sie halt 2 Tage in Benutzung hatte, muss ich sagen, habe ich mich schnell daran gewöhnt. Ist zwar mit der Tastatur, die Tasten so irgendwie so ein bisschen kleiner als meine alte. Das ist wirklich so, sag ich mal, so ein Millimeter oder so. Das macht sich auch bemerkbar, was mich unbedingt stört. Und vor allem hat die an der Seite so Funktionstasten und ich bin einer, merke mir nicht die Abstände von den Tasten. Ich drücke einfach nach Gefühl, gehe ich einfach rüber und denke dann so, okay, oben links ist jetzt der Escape-Knopf. Ist bei meiner Tastatur nicht, da stelle ich Programme mit um. Also das Programm von der Tastatur. Muss ja sein, daneben sitzen. Hat zur Folge, dass ich öfters mal, wenn ich Pause drücken will, einfach nur mein Programm umgestellt habe und das Spiel läuft weiter. So, by the way. Aber wie gesagt, das werdet ihr alle noch in meinen Let's Plays wahrscheinlich merken und so weiter. Ja gut, dann würde ich auch sagen, das war's jetzt mal mit dem Infovideo. Ich habe euch jetzt einiges an Infovideos, also an Input gegeben. Ihr könnt euch auf jeden Fall, wie gesagt, auf weitere Folgen auf meinem Kanal folgen. Also mein Kanal ist jetzt nicht tot oder so. Auch auf meinem Twitter-Kanal ist auch nicht tot. Da bin ich jeden Tag aktiv, auch wenn ich nicht zocke und so weiter. Sehr genüge zumindest. Und ja, und auf meinem Twitch-Kanal, da wird jetzt auch, wie gesagt, wieder was kommen. Also Stream ist halt meine Leidenschaft. Und ihr seht ja auch, ich habe im Stream, habe ich, eigentlich im Grunde in den 2 Monaten, wo ich jetzt streame, mehr Anschluss gefunden als ein Jahr auf YouTube fast. Ja, ein Jahr auf YouTube, ja, bis sogar jetzt. Bin ich jetzt ein Jahr? Warte mal eben. Das will ich jetzt mal eben nachschauen gehen. Lass uns dann mal eben mal schauen. Wann kam mein allererstes Video raus? Hier. Sag doch mal. Damals. Vor 11 Monaten. Ist doch nicht ganz ein, oder? Am 13.09. war mein erstes Video. Schauen wir mal eben. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Führer Bo. Ach ja, das war noch, als da hatte ich doch mein altes Mikro. Da hatte ich noch mein Headset. Genau, da habe ich sogar mit meinem Headset da hab ich aufgenommen. Dann kam mein Auna und jetzt kam halt hier das gute Procaster, wo sich aber einige Leute darüber beschweren anscheinend, weil es halt zu leise ist und meine Let's Plays dadurch ziemlich leise sind. Werde ich auch noch das Problem in den Griff nehmen, wahrscheinlich nächsten Monat oder so, je nachdem, mal schauen, wie ich die Zeit dazu finde. Hat Kleingeld und alles, ihr wisst ja Bescheid. Und meine Suppe ist immer noch am Dampfen, das findet ich natürlich cool. Ja, so blub, 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 kann ich ein bisschen spielen. Gut, auf jeden Fall, ich mache jetzt das Video aus. Wir sehen uns in der nächsten Projekt wieder, nächsten Let's Play-Folge, im nächsten Infovideo, wie auch immer. Ihr wollt ja da vielleicht in meinem Stream. Schaut einfach in meinem Stream vorbei. Wenn ihr wollt, dass ich auch meine Streams immer auf, ich kündige ihn auf Twitter an. Und natürlich kommt die Bestätigung auf Twitter, wenn ich halt on gehe, macht der, postet der sofort. Wollt ihr auch, dass ich das jetzt bei YouTube mache, so wie ein Takaishi oder so, einfach sage, yo, hier, ich informiere euch kurz eben mit einem Infovideo darüber, dass jetzt halt mein Stream startet in, sagen wir mal, 20 Minuten oder so. Wenn ihr das wollt, schreibt es in die Kommentare. Und ja, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao. Yeah.